Mit einem wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen Minecraft-Video. Ein kleines Tutorial um Deko-Sachen von Halloween. Ihr seht hier schon fünf Sachen aufgebaut und um die dreht sich das auch. Die sind auch ganz einfach nachzubauen. Sollte eigentlich jeder von euch hinbekommen. Wir fangen mit Nummer 1 an und dann gehen wir einfach mal durch. Das ist ein Teil, ich sag mal, wenn ihr ein Labyrinth baut oder ihr wollt einfach mal irgendwelche Leute erschrecken, gibt es ja welche, die schreckhaft in Minecraft sind, du erschreckst dich auch mal leicht. Das ist hier einfach so, ich sag mal, ein bisschen Deko, Kerzen, klar Kürbisse und Creeperkopf. Aber es geht um eine Sache, wenn ihr auf diese Druckplatte geht, na klar könnt ihr die auch ein bisschen besser verstecken, dann passiert was. Dann kommt nämlich der Rüstungsständer hervor. Und der kann euch, wie gesagt, erschrecken. Das darf ich natürlich jetzt wieder nicht nehmen. Ist ganz einfach aufgebaut. Ihr seht das hier. Nehmt ihr einfach, wie gesagt, macht erstmal eine Wand. Dann geht ihr natürlich drei nach hinten. Ich zeige euch das, Leute. Ich baue es jetzt selber nicht nochmal nach. Reißen wir hier auf. Dann seht ihr das eben halt hier, der Klebekolben. Bleibe ich auch ein bisschen länger stehen. Könnt ihr es nämlich angucken und nachbauen. Dann geht es hier einen runter mit einer Fackel. Und dann kommt hier wieder Redstone. Und das Redstone geht unten durch. Geht hier vier Blöcke nach vorne. Seht ihr, vier Blöcke. Dann ein Block. Dann die Druckplatte. Darunter Redstone. Natürlich, damit es befeuert wird. Und dann macht ihr um diesen Gegend, wie gesagt, so einen großen Bilderrahmen. Oder gibt es bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, das zu verstecken. Macht ihr hier Schilder ran. Und dann könnt ihr ganz einfach dieses Gemälde davor setzen. Geht durch die Schilder davor. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, ich bin kurz ein bisschen hier stehen geblieben, damit ihr es sehen könnt. Aber so könnt ihr es ganz einfach mal nachbauen. Finde ich eine geile Aktion. Wir werden jetzt einmal kurz euch das nochmal zeigen, dass auch jedes Mal funktioniert. Brauchen erstmal wieder hier Rüstungsständer. Wo ist denn der jetzt? Ach da. So. Wieder ein Creeperkopf, stellt euch den hier hin, dahin, zack, dann könnt ihr wieder hier hingehen, bob, und er kommt wieder raus. Also es geht echt jedes Mal, es ist übelst geil, gibt es wie gesagt viele Möglichkeiten, wo man es noch mit einbringen kann oder besser machen kann, könnt ihr ja selber gucken. Aber das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist das hier. Ein bisschen Halloween Deko. Das ist auch ganz einfach nachzubauen, ist ja klar. Hier unten ein bisschen Erdeblock, grobe Erde. Hier habe ich ein bisschen Schlamm hingemacht. Dann haben wir hier Seegurken. Kürbis ist klar. Dann braucht ihr aber noch zwei weitere Sachen, um diese Deko hier ein bisschen zu bauen. Da gehen wir jetzt mal hier ran. Da braucht ihr erstmal einen Kolben, den und einen Rüstungsständer. Weil ihr wollt ja den hier so klein haben, da könnt ihr ganz einfach hier runter gehen. Dann brauchen wir aber noch eine Sache, und zwar Bergenstufe, egal, jedenfalls eine Stufe, setzt die hin. Dann nehmt ihr euer Rüstungsständer. Jetzt müsst ihr gucken, wie ihr ihn haben wollt. Wenn ihr ihn gerade haben wollt, dann setzt ihr ihn gerade, oder ihr wollt ihn schief, dann macht ihn schief. Das ist euch überlassen. Dann macht ihr diesen Kopf rauf, dann nehmt ihr den Kolben, setzt dann neben Dings, macht den einmal an, damit dieser Erdeblock wieder reingeschoben wird. Und dann könnt ihr einen Erdeblock nehmen und zumachen. Oder ihr macht das so wie ich hier hinter mit den, ja, so oder so. Könnt ihr neben noch ein paar Gurken setzen, dass einfach ein bisschen Deko da ist. Und zack, habt ihr eine schnelle und einfache Deko. Wie gesagt, nachgebaut. Könnt ihr auch so machen, ihr könnt auch noch, was sehe ich, ein höher setzen, hier noch ein, hier noch ein. Dann macht ihr hier oben noch ein bisschen Deko rauf. Oder ihr nutzt das mit dem Block hier. Nutzt ihr, dass ihr hier oben noch einen Kopf rauf bekommt. Also so ein, ja, Kürbiskopf, dass er hier oben drauf ist. Ist auch eine coole Aktion. Müsst ihr wissen, wie ihr das machen wollt. Das war denn die Sache als kurze Erklärung. Jetzt gehen wir direkt zur nächsten Sache. Und die ist auch wieder simpel und einfach nachzubauen. Da braucht ihr auch wieder einen Kolben. Den könnt ihr auch gleich
Och, hallo. Minecraft PS4 ist echt kompliziert. So, da haben wir hier. Das hier ist auch eine geile Aktion. Das ist, was sehe ich, das ist hier, hier unser, wie heißt dieser Block? Steinsäge. Hier dreht sich auch, da ist ein Kopf drauf. Und dahinter haben wir eben halt das hier als Mensch. Ist auch, wie gesagt, ganz einfach nachzubauen. Ihr könnt das, zeige ich euch mal hier vor. Wir nehmen jetzt hier den Rüstungsständer. Ja, da muss natürlich ein höher wieder. War ja klar. Bauen wir hier mal ein. So, hier auch 1000 Löcher habe, lohnt ja. Zack. Ist immer noch nicht ein höher. Hallo? Zack. Das ist aber, glaube ich, zu hoch, ne? Ja. Jetzt muss ich mal. Aha. Wie habe ich den denn jetzt da hinbekommen? Doch, auch so. Ach, stimmt ja. Der Block ist ja halb, stimmt. Noch so, zack. Den setzen wir aber gerade hin. Dann nimmt die diese Steinsäge. Packt die da. Wie gesagt, jetzt muss ihr gucken, wie rum die sein soll. So. Ich mache die jetzt so rum. Den setzt ihr dahinter. Setzt wieder so einen Kolben dahin. Schiebt ihn einmal nach vorne. Zack. Habt ihr das schon? Aber jetzt haben wir den Kopf vergessen. Den Kopf wollen wir natürlich da auch haben. Es kann sein, dass wir das nochmal neu machen müssen, weil so kriegen wir den, glaube ich, nicht rauf. Oder? Doch, kriegen wir noch rauf. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich ihn auch richtig rum aufmache. Ich habe ihn jetzt verkehrt rum. Macht nichts. Ich weiß gar nicht, wenn ich abhauen geht, ja, geht das wieder weg. Aber so kriegt ihr dieses Ding ganz einfach gebaut. Und dann macht ihr eben halt, wie gesagt, dahinter den Teppich. Da habe ich hier türkisen, blauen. Das könnt ihr alles einfach dahinter. Klein als Form vom Mensch. Als Halloween-Deko. Ist auch eine geile Aktion, finde ich auch. Na, echt gut gelungen und sehr schön auch. Wie gesagt, ist jetzt hier nur hingeklatscht, damit ihr eine Ahnung habt, wie gesagt, was man so zu Halloween noch bauen kann. Falls jemand Lust gerade hat, eine Halloween-Map zu bauen oder ein Haus, ein Gruselhaus mit Deko-Sachen drin, da habt ihr ein paar Ideen. Die nächste Sache ist, da gehen wir gleich zu, das ist hier so ein Grab, der sich öffnet. Aber wie gesagt, ganz einfach gebaut, das sind ja hier unsere Lesepulte, die setzt ihr einfach so in eine Reihe. Und ja, nehmt euch dann Treppenstufen verschieden, ihr könnt auch die gleichen nehmen, macht die einmal rum. Dann, wie gesagt, habt ihr das ganz einfach nachgebaut. Setzen wir jetzt hier auch einmal rum, ich mache das jetzt mit der gleichen Stufe. Zack, dann nehmt ihr euch noch ein bisschen Spinnweben, ein bisschen Erde hier. Und wie gesagt, verteilt das einmal rundherum, dass ihr ein bisschen Deko bekommt. Klar, ihr könnt jetzt hier noch Köpfe hinmachen. Setzt den da oben drauf, hier einen hin, hier. Da packen wir hier unten noch einen hin, hier. Komm, hier geht auch noch einer, siehst du, und zack. Habt ihr es auf die Schnelle einfach nachgebaut. Klar, man kann jetzt noch mehr Deko einbringen. So wie den Kopf hier, der ist ein bisschen größer als der. Das ist nämlich wieder das mit dem Rüstungsständer, damit er ein bisschen größer ist. Hier haben wir den ganz normalen Widderkorb. Also auch simpel und einfach nachzubauen. Die nächste Aktion ist, Leute, auch übelst geil. Wenn ihr das schon unter das Bett guckt, seht ihr da so zwei kleine Augen hervorscheinen. Da ist ein Kopf drunter, ein Zombie-Kopf. Ich werde den jetzt auch wieder nicht nachbauen, aber das ist auch wieder mit diesem Block hier. Es kann sein, dass er sich jetzt bewegt. Dafür braucht ihr nämlich das Ding hier. Tageslichtsensor. Klar, ich kann ihn jetzt umstellen auf Nacht und Tages, aber sobald ich den, glaube ich, hier wieder zumache, fängt er sich an zu bewegen. Oh, diesmal verkehrten Block. Nehmen wir mal einen anderen. Zack. Ne, diesmal nicht. Habe ich jetzt so hingestellt. Könnt jetzt so wieder einen Block hinmachen. Wie gesagt, das auch mit dem Block hier reinfallen lassen. Also ich habe zwei tief gemacht. Zack. Dann den Rüstungsständer genommen. Hier oben gegen gehalten. Reinfallen lassen. Dann mit einem Pisten hier hingesetzt, den Block wieder hier rüber geschoben, wie gesagt, diesmal den Holzblock da,
und dann nachher einfach das Bett drüber gebaut. Also total simpel und einfach. Auch eine geile Aktion, dass man das so leicht, ja, nachbauen kann. Jetzt brauchen wir aber mal wieder den Teppich hier, weil ich will das ja auch ein bisschen schön lassen. Wir lassen das so, zack. Da haben wir die Aktion. Finde ich auch ziemlich geil. Klar, ihr könnt jetzt einen anderen Kopf nehmen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Oder ihr macht ja, was weiß ich, hin. Aber so, dass er irgendwie aussieht, dass hier jemand drunter sitzt und sich unterm Bett versteckt hat und gerade durchs Bett guckt. Ja, das sind die fünf Sachen. Wie gesagt, ist jetzt kein schnelles, wie gesagt, kein richtiges Tutorial, Leute. Ich zeige euch nur, wie das gebaut wird. Wie gesagt, einfach gebaut wird. Klar, ihr könnt mich nur anschreiben, dann mache ich ein wirkliches Tutorial dazu, wo ich alles Schritt für Schritt erkläre, wie ich die Dinger gebaut habe. Aber ich glaube schon, dass eigentlich so eine einfache Sache, dass ich dafür kein Tutorial machen muss. Ich habe euch das ja gezeigt, wie ihr die nachbauen könnt. Und ja, ich lasse mir noch mehrere Sachen einfallen. Ich will noch mehrere Deko-Sachen davon machen. Und Minecraft Hardcore ist ja zu Ende, Leute, habt ihr ja mitbekommen. Aber Minecraft Hardcore wird wiederkommen. Wir werden eine neue Welt dafür erstellen. Ehe gesagt, ich habe da eine neue Welt schon für erstellt. Aber noch nicht drauf gespielt. Aber ich guck mal. Vielleicht finde ich noch einen besseren Seed, weil den Seed, den ich jetzt dafür habe, da ist die Welt irgendwie so ziemlich, ja, nicht kaputt. Aber sieht alles ziemlich komisch aus. Aber was sieht der denn? Lasst euch überraschen. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Elementik. Tschüssikowski.